Ich habe ja bei meinem letzten Post schon von Ägypten erzählt und dass das Essen mir so gut geschmeckt hat. Und jetzt werde ich natürlich gleich mein erstes Rezept zeigen, nämlich die Falafel. Also ägyptische Falafel sind was ganz anderes als die aus den anderen Ländern, weil die werden nämlich aus Kichererbsen gemacht und die in Ägypten werden aus Fava-Bohnen gemacht, so Saubohnen, geschälte und halbierte. Also ich habe die in Ägypten gleich mitgebracht. Denn ich war so begeistert davon, als ich zum ersten Mal eine gegessen habe, so eine Falafel, dachte ich, Wahnsinn, die sind so locker und die haben einen Geschmack und dann sind auch so viele Kräuter drin. Also die haben mir ganz besonders gut geschmeckt. Die Kräuter, die normalerweise drin sind, Petersilie und Koriander, habe ich zum Teil ersetzt durch Bärlauch. Denn der wächst jetzt hier vorm Fenster gegenüber, kann ich den immer sammeln. Und das ist ein wunderbares Kraut, so frisch und knoblauchig. Und es gibt ja auch so viele Leute, die essen keinen Koriander. Und deswegen fand ich das eine tolle Lösung. Und dann habe ich mir gleich so einen Falafellöffel gekauft und habe dann noch verschiedene ägyptische Blogs mir angeguckt. Und dann habe ich mich dran gemacht. Und ich bin äußerst zufrieden. Und es ist wirklich eine tolle Sache. Und was ganz Neues, wahrscheinlich gibt es das noch gar nicht bisher. Am Vorabend der Kochaktion habe ich die Fava-Bohnen ganz doll gewaschen, dreimal. Und dann habe ich sie über Nacht stehen lassen bis zum nächsten Tag. Dann habe ich diese Kräuter fertig gemacht, also die Petersilie gekauft natürlich und den Bärlauch gesammelt. Und dazu gehören auch noch so Frühlingszwiebeln, die sind im Originalrezept. Außerdem habe ich Peperoncino, jetzt habe ich Harissa aus Ägypten gehabt und gemahlenen Koriander. Und dann gibt es Kreuzkümmel, den habe ich auch mitgebracht, der mahle ich frisch in meiner Gewürzmühle. Salz brauche ich auch und Backpulver. Der Bärlauch muss auch sehr heiß gewaschen werden. Und hier, so sehen die Bohnen dann am nächsten Tag aus, haben sich doch ziemlich vergrößert, werden abgeschüttet und schön nochmal abgeschüttelt, damit ich wenig Flüssigkeit habe. Die Kräuter braucht man nur ganz grob hacken, weil die kommen in den Food Processor bzw. den Häckselteil von meiner Küchenmaschine. Auch die Frühlingszwiebeln brauchen nur grob geschnitten zu werden, wobei auch das Grüne mitgenommen wird wegen der Farbe. Der Bärlauch kommt jetzt dazu. Auch grob geschnitten und ich habe so gemacht, dass ich von allem die Hälfte genommen habe, dass ich das in zwei Portionen im Foodprozessor machen kann, weil sonst wäre das einfach zu viel und es muss wirklich ordentlich durchgeackert werden. So, jetzt kommen die eingeweichten Bohnen, die Hälfte dazu und dann geht's los. Das macht sich eigentlich ganz gut in meiner alten Küchenmaschine. Zwischendurch muss man immer mal reingucken und das Ganze ein bisschen runterschubsen, damit auch wirklich alle Teile so feinkörnig werden. Wenn man das Gefühl hat, das ist so gut, dann kommen jetzt die verschiedenen Gewürze dazu, also das Harissa, das ist der Koriander und dann kommt noch der frisch gemahlene Kreuzkümmel, der Kumin. Also da nehme ich immer gerne ein bisschen mehr. Dann kommt noch das Salz dazu. Und Backpulver. Und zwar habe ich da nachher noch ein bisschen mehr genommen, als ich hier zuerst hatte, weil ich gemerkt habe, dass es doch gar nicht so schlecht ist, wenn man ein bisschen mehr hat. Dann wird es fluffiger. So ist der Teig jetzt sehr schön. Dann habe ich in einem Blog gesehen, dass man das auch noch mal mehr verrühren soll. Noch mal ein paar Minuten. Das habe ich auch gemacht. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich unbedingt nötig. So, jetzt geht es ans Frittieren, also Pflanzenöl. Dazu habe ich jetzt noch den Koriander und Sesam. Der kommt auf einen flachen Teller, weil das wird die Kruste sozusagen außen. Das habe ich in Ägypten probiert und das fand ich super. Dann muss man natürlich diesen Löffel immer schön eintunken in Wasser, damit er auch rausgeht. Jetzt mache ich erstmal Probeklos, um zu gucken, ob ich es überhaupt die Masse auch zusammenhält. Und ob es was wird. Ich bin auch sehr gespannt gewesen. Und so habe ich jetzt mir ausgedacht, dass ich dann die Kruste kriege. So oben drauf. Und jetzt in das heiße Öl. Ich habe ein Thermometer genommen.
Also ich habe vorher auch schon mal mit Wasser ausprobiert, dass es spritzt. Und es war offensichtlich genau die richtige Temperatur. Bei mir waren es so etwas über 110 Grad. Obwohl gesagt wird, es wird 175 sein, aber bei mir war das so absolut okay. Und dann muss man es halt so ein bisschen schwenken und gucken. Es wird ziemlich braun, weil ja ein sehr großer Anteil drin ist von Kräutern und macht ein schönes Geräusch, also ganz knusprig. Und innen super. Da habe ich dann noch ein bisschen Backpulver dazu getan in die Masse, weil ich fand, das war noch etwas fest. Aber der Geschmack war schon klasse und jetzt geht die Massenproduktion los. Also immer schön den Löffel wieder anfeuchten und dann auf den Teller tunken und ab in das heiße Fett. Muss ja immer gucken, dass die Temperatur nicht zu sehr absinkt, wenn man die reintut. So nacheinander ist das dann gut. Und immer ein bisschen aufpassen, aber das ist ja beim Frittieren so. Von dieser ersten Portion der Masse habe ich 25 Falafel à 20 Gramm rausgekriegt. Also insgesamt mit den 500 Gramm sind 50 Stück. Ich habe die andere Hälfte eingefroren, was man auch sehr gut machen kann, weil so viele auf einmal kann man gar nicht essen, weil sie sind wirklich sehr mächtig, muss man sagen. Schmecken super gut. So sind sie jetzt richtig knusprig und innen super fluffig. Einfach perfekt. Ich bin total happy. Und sie schmecken ganz toll zusammen. Jetzt habe ich auch Bärlauch gemacht mit Salat, mit Gurke, mit Tomate und mit dieser Sesamsoße, die ganz klassisch ist. Köstlich!